Hallo, mein Lieben, herzlich willkommen zurück zu deine Reitschule SE, also deine Reitschule 1 SE. Ne? Special Edition heißt das übrigens, falls ihr euch das fragt, was SE bedeutet. SE bedeutet Spezialedition oder auch auf Englisch Special Edition. Jetzt habt ihr wieder was gelernt, gell? Mein Gott, das ist so wunderbar. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr euch jetzt schon mal informiert und educated fühlt. Also wenn ihr euch jetzt denkt, boah, ich bin jetzt richtig krass hart educated. Ja, tut mir schon ein bisschen leid für euch, aber wir haben hier auch Bildungsauftrag. Von dem her bilden wir uns ein, dass das was gebracht hat. So, beim letzten Mal hat uns Creepy Cleo, heißt die Cleo, Creepy Cleo gesagt, wir sollen, hä, guck mal, Alter, wie schief das hier gebaut ist. Guck mal, da kann man unter der Stalltür kann man da durchhuschen, da ist irgendwie eine... Ein Spalt ist da. Und da kann man irgendwie durchlugen. Und da rechts nicht. Da geht das Tor gar nicht auf. Das ist hier total suboptimal, ist das gemacht. Also grafisch mal wieder wow. Aber wir waren ja total begeistert von der Ride-Animation last time. Und wir haben gesagt, wir provozieren das jetzt einfach und gucken, wie lange es dauert, bis wir das Pferd pflegen müssen oder ob wir es für alle Zeiten ungepflegt lassen können. Und ich pflege es einfach nie wieder und wir warten auf die nächsten Reitstunden. Achso, ich wollte den Tag voranschreiten lassen. Aber ja, wir waren uns einig, dass für so ein altes Spiel die Reitanimation ziemlich fresh ist. Ja? Fresh Ride Animation. Fresh auf dem Tash? Stash? Ich weiß nicht. Fresh in the Riding Stables oder so. Ne? Das ist total stabil im Riding Stable. Gut, bis mir ein neuer Reim einfällt, der auch Sinn macht, gehen wir mal nach Hause und beenden mal the day of today. Ne, nein. Hä, was ist das? Wo gehe ich da hin? Wähle den Sattel. Hä? Moment. Ach nee, da gehe ich da rein. Zurück. Ich wollte nämlich hier drauf. Ja, ich möchte den Tag tatsächlich beenden. Und, du hast dein Pferd lange nicht gepflegt. Bist du sicher? Ja, komm, scheiß auf das Pferd. Wir holen uns ansonsten ein neues. Ich glaube, dass es nicht wirklich Konsequenzen hat, wenn ich das Pferd nicht pflege. Ihr habt ja schon in die Kommentare geschrieben, ja, Pferdepflege, hart nervig in manchen Spielen. Und ja, ihr seid absolut da im Recht. Ich sehe ja das ähnlich. Aber wir lassen uns nicht lumpen. Ach so, und ermutigend waren auch die Kommentare, wo geschrieben hat, naja, so eine richtige Story hat das Spiel nicht. Das kann jetzt noch 1000 Jahre dauern, bis du überhaupt irgendwie mal gerade ausreiten darfst. Und das ist wirklich sehr motivierend. Ich freue mich schon drauf, ob wir jemals das Haus verlassen werden dürfen. Nein, das Haus verlassen dürfen. Ob wir jemals das Haus verlassen werden haben, um dort zu reiten. Wir werden es sehen. Mal sehen, ob Creepy Cleo da ist und was sie für uns bereithält. Sie ist nicht da. Das heißt, keine Reitstunde heute. Aber doch, sie hat uns ja schon gelernt, schnell zu reiten. Jetzt ist ja nur noch die Frage, wir müssen ja mal draußen reiten und springen lernen. Ne? To the spring and to the outside riding horse adventures. Und deswegen kicken wir mal. Denn das Reiten in freier Strecke ist ja noch nicht da. Das ist noch illegal, weil wir noch zu schlecht sind. Ich weiß gar nicht, was man machen soll sonst. Also ist hier so ein Tag nur pflegen oder was? Ich meine, es dauert ja auch lang genug. Oder dann ein Tag Reitstunde. Also das ist so, ich hinterfrage immer so ein bisschen den Inhalt des Spiels. Was ist das hier? Ach, das ist unser Zimmer, ja, natürlich. War es nicht irgendwann so, dass wir auf die Weide raus konnten und reiten? Oder in den Wald oder so? Gott, diese Ladezeiten. Da lobe ich mir wirklich die Spiele heutzutage, dass die Ladezeiten nicht mehr so... Ich weiß noch damals, so auf der alten PlayStation oder sowas, was man sich da teilweise für Ladezeiten... Wow, ey, das könntest du nebenbei 1000 Stunden weggehen. Hier siehst du die aktuelle Erfahrung. Aha. Guck mal, ich habe schon das kleine Hufeisen und das große Hufeisen habe ich schon im Schrittreiten. Mann, bin ich gut. Und Fütterung ist auch ganz fresh hier bei mir unterwegs. Das heißt, da machen sich die Abzeichen so von selber. Was ist das? Das ist der Stall. Ach so, da will er, dass ich das Pferd pflege. Das sehe ich gar nicht ein. Ich würde gerne das große Hufeisen im Rennreiten machen. So im super schnell total Chaos reiten. Du kannst den Freeride nicht betreten, ja? Siehst du? Das erlauben sie nämlich noch nicht. Ich gehe mal wieder den Tag auf Beenden und wir gucken mal, ob das Pferd mittlerweile schon verstorben ist. Nein. Also, das geht einfach weiter. Wir können den Tag
die Nacht zum Tag machen und den Tag zur Nacht und einfach immer weiter, ja, immer weiter auf dem Gelände der Superreiter hier beobachten, bestaunen wir nochmal die wunderschöne Ausstattung des Zimmers. Da hat sie übrigens Pflanzen. Ah ja, die hatte ich sonst auch. Ja, der neue Tag bricht heran. Guten Morgen, Maria. Wir gucken mal, ob Opa und Oma auch da sind. Ich denke mal, Oma ist in der Küche. Safe. Da ist sie ja. Hallo, Oma. Was geht? Krass am Putzen oder was, Bruder? Wo ist denn der Opa eigentlich? Den habe ich jetzt schon seit 2 Wochen nicht mehr gesehen. Lebt der noch oder ist der schon von uns? Oh, kann ich mich da irgendwie irgendwo hinbangen? Warte mal. Gucken wir mal, ob wir uns da ins Dach reinglitschen können. Nee, okay, also Opa ist nicht da. Wir haben hier unser Zimmer. Da ist für uns gesperrt. Da dürfen wir nicht rein. Wir gehen mal voller froher Erwartungen in die Reithalle und checken, was da so abgeht. Wir nehmen mal nicht den Westernsattel. Heute sind wir krass drauf. Und nehmen mal den Dressursattel oder was. Oder Allround oder was da. Gut. Für die Prüfung des großen Hufeisens musst du natürlich auch wissen, wie man Pferde passiert. Das sind zwar nur wenige Dinge, aber diese sind sehr wichtig. Heute ist Prüfungstag? Du musst in erster Linie auf den Sicherheitsabstand achten, okay, wenn du dein Pferd an anderen Pferden vorbeiführst. Man sagt, dass mindestens eine Pferdelänge zwischen dem anderen Pferd und dir liegen muss. Ich führe doch mein Pferd gar nicht. Bevor du dich dem anderen Pferd näherst, sprichst du das Pferd in einem beruhigenden Tonfall an, okay, aber dennoch deutlich. Okay. In solchen Momenten ist auch der Panikhaken zu erwähnen. Mhm. Das ist ein Sicherheitshaken, der sich immer sehr leicht von dir öffnen lässt, selbst wenn das Pferd bereits nervös daran zieht. Ja. Und wenn mir ein Pferd auf der Stallgasse begegnet? Okay, unser Stall ist jetzt nicht so groß, aber ich habe auch schon größere gesehen. Was? Sehr gut. Also wenn das passiert, solltest du die Pferde ansprechen und bitten, zur Seite zu gehen. Sie die verstehen Pferde. Das in der Regel. Sollten sie allerdings schon nervös oder unruhig sein, solltest du einen anderen Reiter oder einen Pfleger bitten, die anderen Pferde zur Seite zu nehmen. Aha. Ah, okay, alles klar. Bei der Gelegenheit ist natürlich auch das Wenden auf der Stallgasse zu erwähnen. Okay. Das sollte sehr behutsam und ohne große Hektik passieren. Mhm. Ruckartiges Drehen sollte tunlichst unterlassen werden, ja, da du damit Panik Leben erzeugen wirst. Okay. Außerdem sollten keine gefährlichen Gegenstände in der Nähe herumstehen. Bomben, Handgranaten. Damit meine ich auch Dinge, die Raketenwerfer Lärm können, wenn sie umfallen. Dabei können Stacheldraht, sich die Pferde erschrecken. Tesla-Spule. Hm. Habe ich noch was vergessen? Ja. Naja, ansonsten gilt wie auch beim Vorbeiführen an anderen Pferden, dass du auf die Sicherheitsabstände achtest. Boah, Alter, das habe ich jetzt schon 3-mal gehört. So, okay, wir müssen an Pferden vorbeiführen. Machen wir aber gar nicht, weil wir reiten nämlich heute. Gibt es ja nämlich andere Gäuler hier drin. Ich sehe nämlich keinen, weil die Kamera so hässlich ist. So, okay, da. Oh ja, sehr schön. Sie hat uns jetzt gerade darüber informiert, dass wir beim Führen in der Stallgasse darauf achten müssen, dass wir den Sicherheitsabstand zu anderen Pferden gewähren. Das ist sehr spannend und sehr interessant und auch richtig. Und ich fand lustig, dass sie sagte, wir sollen die Pferde ansprechen, so, dass sie weggehen sollen. So, hey du, hey Gaul, runter aus meiner Stallgasse, weg hier, weg. Und sie sagt, die Pferde verstehen das dann schon. Ich finde es immer so, wie man zum Tier sagen kann, ja, der versteht das dann schon. Du musst ihm einfach nur ziemlich fest irgendwie auf die Nase mit der Faust, bam. Der versteht das dann schon. Das ist so wie beim Hai, weißt du, wenn dich unter Wasser ein Hai angreift, Ruhe bewahren und ihm auf die Nase hauen, ja, der versteht das dann schon. Jetzt denkst du so, okay, auf die Nase. Ja, die Nase ist das Ding über diesen messerscharfen Zähnen, die mich töten wollen. Und da soll ich draufhauen, ja. Okay, nee, ein Hai ist ja ein recht schwerfälliges Tier. Da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, Ruhe zu bewahren und ihn auf die Nase zu hauen. Ja, also das ist ganz klar. Also wisst ihr Bescheid. Ja, wenn euch ein Pferd versucht, mit seinen messerscharfen Zähnen zu fressen oder sowas, einfach einen Stups auf die Nase oder einfach sagen, hey, hi, Moment. Ich finde das so nicht cool. Könnten wir das bitte lassen? Und sowieso eine Armlänge Abstand und überhaupt fress mich nicht und geh mal aus dem Weg. Und das Pferd versteht das dann schon, ja. Habe ich das jetzt bestanden? Ich bin jetzt hier rumgeritten wie ein Meister, wie ein Großer. Aber ich habe nicht so richtig Feedback bekommen. Frau, sie erklärt mir in der Reithalle etwas, was die Stallgasse angeht. Und das ist dann meine Prüfung fürs große Hufeisen. Aber was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin jetzt ohne Lehre im Kreis geritten. Ich hinterfrage so ein bisschen den pädagogischen Wert dieser Maßnahmen.
Ich weiß immer noch nicht richtig, was das Spiel von mir will. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das hier alles so richtig mache, was ich das mache und ob ich hier überhaupt irgendwas mache. Oder ob ich hier nur den ganzen Tag so wahllos hier rumdümpel. Ja gut, hier passiert nichts mehr. Ich gehe mal jetzt in den Stall. Vielleicht wartet da ja Opi auf mich. Ne? Aber wir haben schon festgestellt, wenigstens mal kein total insolventer Hof hier. Also denen scheint es finanziell ganz gut zu gehen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber sie haben auf jeden Fall keine Geldprobleme, dass der Hof irgendwie in einer Woche abgeschaltet wird und wir noch ein Turnier gewinnen müssen. Die sehen das hier alles ganz relaxed. Aber ich weiß noch nicht so genau den Aufhänger hier auf das Ding. Okay, hier gibt es ganz tolle neue Einträge. Ausreiten, Bild anzeigen. Wir gehen mal in den Stall und gucken mal, ob dort jemand auf uns wartet. Vielleicht ist da ja jemand. Nein, hier ist niemand. So, wir spulen wir den Tag. Beenden. Ja, ich möchte den Tag beenden. Ciao. Vielleicht kriege ich jetzt einen krassen Malus, weil unser Pferd irgendwie lahmt oder so. Unser 3 Wochen nichts gefressen hat. Ich meine, wie lange sind wir jetzt schon hier? 1,5 Wochen oder so? Ich habe gar nicht... Tag 8 stand da oben. Tag 9? Müssen wir mal gucken. Nach Adam Riesling wissen wir ja, dass das dann so 1,5 Wochen sind, ne? Und, ja, Tag 9. Nueve. So. Ich gehe mal direkt fresh in den Stall, weil ich voll der Stallboy bin. Ja, nee, weil wir steil abgehen im Stall. Okay, ab in die Halle. Ich habe Cleo schon länger nicht mehr gesehen. Ich finde es irgendwie total gruselig hier. Ist irgendwie keiner. Cleo ist nicht da, Opa ist nicht da und wir haben auch keine neuen. Habe ich jetzt das Ding? Hier passiert auch nichts. Ich verstehe nicht, was das Spiel machen will. Ich weiß nicht, was wir hier noch tun. Ich spule jetzt einfach immer weiter, okay? Und schau mal, was passiert. Wir fragen jetzt gleich nochmal hier unser Fortschrittsbuch, ob wir denn schon eine weitere Errungenschaft vollbracht haben. Freeride geht noch nicht. Da, hier unten das Hufeisen. Großes Hufeisen haben wir noch nicht. Für was hätten wir es eigentlich gemacht, die Hufeisenprüfung? Trab, Galopp. Ah, ich muss noch ein bisschen länger im Trab und im Galopp reiten. Aha, und dann kriege ich das. Guck mal, meine Pferdpflegeskills sind ziemlich schlecht. Ja, und springen habe ich auch noch nie gemacht. Nee, das ist mir auch zu gruselig. Ich bin noch gar nicht Trab geritten. Eigenartig, ne? Vielleicht, weil mir das niemand gezeigt hat. Meint ihr, ich komme erst raus, wenn ich diese Hufeisen voll habe da? Also ich muss erst vielleicht diese Sachen bestehen und da überall einen Haken haben. Also ich denke mal, das ist das Maximale, was ich dieses Spiel durchspielen kann. Ist, denke ich mal, wenn ich da über einen Haken habe. Aber ich denke, das ist so ein typisches Pferdespiel, wie das ist so auf Langzeitmotivation ausgelegt. So, das hat nicht wirklich einen Sinn. Und das dümpelt einfach so immer dahin und weiter und da passiert halt nicht viel und ich kann das halt so einwerfen und ein bisschen rumreiten, ein bisschen Pferd fliegen und so. Interessant wäre, ob es da noch so eine Außenlevel gibt überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich es vorher schon mal erwähnt hatte. Aha, aber es gibt gewisse Hilfsmittel, welche die Zügelführung unterstützen sollen. Aha. Am Anfang einer Reiterausbildung kommen die häufig zum Einsatz, da es zuerst schwierig ist, immer eine passende Verbindung zum Pferdemaul zu halten. Das stimmt, ja. Kam mir gar nicht so vor, aber erzähl einfach mal. Oh okay. Gott. Also, erlaubte Hilfszügel sind die Dreieckszügel, genau. Die Ausbindezügel, Ausbinder. Die Stoßzügel. Oh, Ausbinder sollen wir doch nicht benutzen, oder? Insgesamt ist das nicht so? Helfen sie dir und dem Pferd mehr Bewegungsfreiheit zu bekommen und natürlich besser auf das Pferd einwirken zu können. Ja. Aha, bin ja echt mal gespannt, ob du die überhaupt brauchen wirst. Okay. So gut, wie du dich bislang anstellst. Ciao. Krasse Lektion. Ja gut, wir haben schon festgestellt, ja, das ist nicht falsch, dass sie uns hier so viel Pferdefachwissen um die Ohren ballern. Also das ist jetzt der Schritt. Ja? So. Und das ist jetzt der Trab. Das heißt, wir müssen wieder so ein bisschen hier im Trab rumdümpeln und dann mehrt sich vielleicht unsere Trabreitleiste. Und wir gucken mal. Und dann kann ich ein bisschen hier galoben. Ja? Da müssen wir auch noch ein bisschen skillen. Ihr habt ja gesehen, unser Hufeisen-Lexikar sagt, na, das reicht noch nicht. Du musst noch ein bisschen im Kreis hier in der Halle. Ist eigentlich auch ganz interessant. Da muss man mal trainieren, damit das dann irgendwie geht.
Hat auch irgendwas, ne? Ich mach das mal hier so eine Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ne? Ach, so schnell vergehen wirklich 15 extrem spannende Minuten. Bis dann. Tschüss.